Hallo Männer, willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Lasse Landegger und ich bin bereits seit 8 Jahren im Bereich Dating unterwegs und seit 2 Jahren coache ich hauptberuflich Männer. Und heute bin ich mal hier mit Coach Simon. Und Simon ist Coach in meinem Team, Dating Coach. Und ich stelle ihn euch heute einfach mal vor, dass ihr ein bisschen mehr über mein Team erfahrt und auch wisst, mit wem ihr dann zusammenarbeitet, wenn er sagt, ihr wollt mal das Coaching machen. Und heute soll es mir darum gehen, was sich alles in deinem Leben verändert, wenn du besser mit Frauen wirst. Und ja, Simon, erzähl doch mal, wie hat es bei dir angefangen mit dem Thema Dating? Ja, gute Frage. Also bei mir hat es im Thema Dating angefangen, weil es so ziemlich gar nicht bei mir lief. Das war so ein großer Aspekt. Also ich war damals sehr, sehr passiv mit Frauen, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Habe auch an mir gearbeitet in den verschiedensten Bereichen. Bin ins Fitness gegangen, verschiedene Sachen gemacht. Aber die Frauen, auf die ich wirklich Lust hatte, hatten relativ wenig Lust auf mich. Andersrum, ja, ab und zu hatten Frauen Lust auf mich, auf die ich keine Lust hatte, aber das war mir relativ egal. Und ich wollte einfach, ja, ich wollte mehr Erfolge erzielen. Bei mir hat es dann so angefangen, ich habe mich angefangen mit der Thematik mehr zu beschäftigen, also Bücher zu lesen, YouTube-Videos zu schauen, die verschiedensten Inputs mir zu holen. Aber der ein oder andere wird es von euch kennen, auch wenn ihr dieses Video guckt, dass ihr euch einfach nur Videos anschaut, dass ihr euch zu viel Theorie auch einfach nur gebt und zu wenig umsetzt. Genauso war es bei mir am Anfang auch. Mhm. Und was war denn bei dir so der Schritt, dass du dann mehr in die Umsetzung gekommen bist? Was war das so? Ist passiert? Wie hast du es geschafft? Das richtige Umfeld. Leute, die sich mit diesem Bereich, Männer, die sich mit diesem Bereich viel, viel mehr beschäftigen und die auch auf einem viel höheren Level sind, als auf dem Level, auf dem ich damals war. Und für mich war dieses Umfeld, und das richtige Umfeld war damals eben auch ein Coaching. Also ich habe damals ein Coaching gemacht das war der größte Dating-Coach weltweit zu der Zeit. Auch alles online. Und ich habe damals angefangen, von ihm zu lernen. Und das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Weil es war individuell, mir wurde geholfen bei der Umsetzung. Ich habe viel, viel tieferes Wissen aufgebaut, als einfach nur das Kostenfreie, was man irgendwie da draußen auf YouTube von irgendwelchen Möchtegern-Coaches bekommt. Sondern da ging es wirklich in die Tiefe. Und ich habe einfach Leute kennengelernt, die in diesem Bereich die heißesten Frauen treffen, die auf Dates gehen mit Models, die auch richtig gesunde Beziehungen führen, die einfach auf einem anderen Level sind, was Dating und was das soziale Leben angeht, und das hat viel für mich verändert. Mhm. Und bei dir war es ja so, es hat ja wirklich auch dein ganzes Leben verändert, also du bist ja dann auch, hast dann auch geschafft, für diesen Dating-Coach zu arbeiten damals. Ja. Wie ist denn das gekommen? Es ist so gekommen, dass ich Blut geleckt habe. Also als ich dann in dem Bereich gelernt habe, als ich besser wurde und Erfolge gesehen habe, dann hat es angefangen, immer mehr Spaß zu machen. Also es ist am Anfang, das werden viele von euch kennen, du hast eine sehr negative Anspannung. Du siehst eine Frau, die dir richtig gut gefällt, und das ist so eine negative Anspannung. Du hast nicht Lust, was zu machen, du willst dich verkriechen, du fühlst dich schlecht. Aber sobald du die ersten richtig guten Ergebnisse erzielst, du weißt, was ich meine, dann wird es zu einer positiven Anspannung. Du siehst eine, die sieht richtig gut aus, und du denkst dir, oh, ich habe Bock, eine geile Situation zu erzeugen. Ich habe Lust, geile Erlebnisse zu haben. Und du hast die richtigen Leute um dich rum. Das macht Spaß, mit denen gemeinsam was zu machen. Deswegen, ich habe immer mehr gemacht. Bin rausgegangen, habe mehr Erfahrungen gesammelt in diesem Coaching. Und irgendwann war ich gut genug und habe mich da beworben. Hat zum Glück geklappt. Ich wurde genommen. Und dieser Coach, der hat ja in Kiew in der Ukraine, hat er sein Unternehmen damals aufgebaut. Bedeutet, für mich hat sich dann viel verändert, weil ich wurde genommen und habe dann quasi von einem auf den anderen Tag mein komplettes Leben in Deutschland zurückgelassen. Bin rübergegangen in die Ukraine, um eben Vollzeit wirklich von ihm zu lernen, für ihn zu arbeiten. Und ja, das war so der erste Schritt in die Richtung Coaching. Und du hast dich ja dann auch entschieden, hier quasi alles aufzugeben und in die Ukraine zu fahren. Ja. Und war ja auch nicht mehr sicher, ob du da genommen wirst, oder? Das Bewerbungsverfahren war relativ hart. Ja. Was hat dich denn dazu bewogen, das zu machen? Oder wie hast du es geschafft, dich dafür zu entscheiden? Ja, gute Frage. Bei mir war es so, ich habe nicht wirklich eine andere Option gesehen. Also meine Option war, in Deutschland zu bleiben, ganz normal, meinen normalen Lifestyle zu leben, in diesem Bereich nicht voranzukommen. Also das Risiko war für mich irgendwie nicht so hoch. Ich war damals jung, ich war 20 Jahre alt, ich wollte mich entwickeln. Und für mich, klar, der Bewerbungsprozess war hart. Ich war erstmal einen Monat, war sozusagen so ein Probemonat, wo sich entschieden hat, ob ich jetzt da bleibe
oder eben nicht, aber es war auch gut, weil das hat einen Druck auf mich ausgeübt. Dadurch habe ich durchgezogen, dadurch habe ich jeden Tag probiert, das meiste mitzunehmen, so viel zu machen wie möglich, um wirklich auch da zu bleiben, weil ich wollte auf keinen Fall nach einem Monat wieder zurückkommen und dann sagen, ja, hat nicht geklappt. Ich bin jetzt wieder in Deutschland, ich habe aufgegeben. Deswegen für mich war es leicht, weil es keinen wirklichen anderen Plan gab und weil die Alternative einfach einen normalen Lifestyle und einfach ganz normal in Deutschland weiterzumachen, war einfach keine Option. Okay, und was war so auch deine Motivation dann nach Kiew zu gehen? War es hauptsächlich so dieser Business-Aspekt? Oder war es auch so, dass du deinen Kontakt mit Frauen nochmal verbessern wolltest oder wirklich sehr heiße Frauen? Weil ich meine, in Kiew gibt es ja auch so mit den heißesten Frauen auf der Welt. Ja. War das auch so ein Faktor für dich, dass du gesagt hast, deswegen gehst du dahin? Das war der einzige Faktor. Also, ich wollte einfach besser werden in diesem Bereich, also in Richtung Business oder unternehmerisch. Darüber habe ich mir damals gar keine Gedanken gemacht. Mein Ziel war es natürlich, von Leuten zu lernen und in dem Fall von meinem Mentor, von dem Coach damals, der auf einem ganz anderen Level ist. Er hatte damals schon ein Multimillionenunternehmen aufgebaut, super erfolgreich im Dating und ich wollte so viel Zeit wie möglich dafür bringen, um einfach auch selbst auf ein anderes Level zu kommen und natürlich im ersten Aspekt mit Frauen. Was sich daraus dann ergeben hat, ist natürlich auch Wachstum in sehr vielen anderen Bereichen, aber das war ursprünglich nicht mal geplant. Und ich meine, bei dir ist es wirklich extrem, also die Frauen, die du datest, sehen wirklich extrem gut aus, sind alle auf Model-Niveau. Und du hast auch Frauen gedatet, die teilweise auf Instagram irgendwie 500.000 Follower haben und sowas. Also extrem krass auf jeden Fall. Was denkst du, hat dich denn dazu ermöglicht? Weil ich meine, klar, du hast da auch gut verdient, aber war jetzt nicht so, dass du da schon extrem gut verdient hast. Warum hast du das geschafft, denkst du? Was hat dir dabei geholfen? Also wie ich diese Erfolge auch erzielt habe, ohne dass ich jetzt finanziell auf einem ganz anderen Level war, ich habe mich mit Leuten umgeben, die da waren, wo ich sein wollte. Also ich bin da hingekommen und die Leute, mit denen ich oder von denen ich gelernt habe, mein Mentor, die haben die heißesten Frauen getroffen. Die hatten Models als Freundin. Also die haben die, ich sag mal, Creme de la Creme gedatet. Und wenn du mit solchen Leuten Zeit verbringst, persönlich von denen lernst und verstehst, wie denken diese Männer. Was sind die Verhaltensweisen, die sie haben? Was ist das Mindset? Wie gehen die wirklich vor? Wie schreiben die jetzt zum Beispiel mit einer Frau? Wie verhalten die sich auf dem Date? Wo findet das Date erstmal statt? Die verschiedensten Dinge, Mindset, Werkzeuge, wirklich diese Umgebung, das eignet man sich natürlich auch selbst an, wenn man mit solchen Leuten Zeit verbringt. Und deswegen, das hat mich dahin gebracht. Und deswegen hat das mir auch ermöglicht, damals schon diese Erfolge zu erzielen, auch in jungen Jahren, auch mit 20, 21, solche Frauen zu daten, weil ich von Leuten gelernt habe, die auf einem anderen Level sind. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nochmal bei Null anfangen würdest im Bereich Dating? Wenn ich jetzt keine Fähigkeiten hätte? Genau das Gleiche. Also für mich war das genau der richtige Weg, von Leuten zu lernen, die an einem anderen Punkt sind, die diese Erfahrung gemacht haben. Also ich würde es auch heute auch nicht als Option sehen, das Rad irgendwie zu probieren, neu zu erfinden. Dafür hat man viel zu wenig Zeit. Also ich habe früh in dem Bereich angefangen, aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon extrem, extrem gute Ergebnisse habe. Hätte ich jetzt probiert, das Rad neu zu erfinden und ich hätte nicht von Leuten gelernt, die um einiges weiter sind, dann wäre ich heute lang nicht da, wo ich jetzt bin. Bei dir genauso. Ich sehe es jeden Tag. Du lernst von Leuten, du investierst so viel Geld auch in Coaching, in den verschiedensten Bereichen. Ja, das ist mit der wichtigste Punkt. Und bei dir ist es ja so, du machst inzwischen auch sehr viel über Instagram, also du hast ein sehr gutes Instagram-Profil. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was du Männern mitgeben kannst als Tipp, worauf die achten sollen, damit es bei denen auch besser funktioniert? Instagram? Ja, lebt einen coolen Lifestyle und dann nutzt diesen coolen Lifestyle, um das Ganze eben auch zu präsentieren. Also es bringt nichts, ich kann euch die besten Tricks und Tipps auf Instagram mitgeben, wenn ihr den ganzen Tag zu Hause bei eurer Mutter im Keller sitzt und keinen guten Lifestyle lebt, dann wird euch auch die beste Technik oder sonst was nichts bringen. Instagram ist ein Hebel. Also wenn ihr an euch arbeitet, wenn ihr ins Gym geht, ihr verbessert eure Fähigkeiten mit Frauen, ihr baut euch einen coolen Lifestyle auf, ihr arbeitet finanziell an euch, ihr verbessert euch immer weiter, dann könnt ihr Instagram als Hebel nutzen, um noch viel, viel bessere Ergebnisse zu bekommen. Also guck mal, wo wir hier gerade sind. Würden wir jetzt sowas nicht auf Instagram teilen und keinen Content produzieren, dann wüsste niemand, dass wir hier sind. Und dadurch kriegst du natürlich dann auch in dem Moment keinen Mehrwert. Dann kannst du einer Frau sowas erzählen, ja, ich war ja auf Zypern und da war ein Pool im Hintergrund,
vielleicht glaubt ihr es euch noch nicht mal, ihr wollt auf Instagram und online immer weniger erzählen, ihr wollt mehr zeigen. Weil ihr kennt das Sprichwort, ein Bild spricht mehr als 1000 Worte und das ist im Online-Bereich zu 100% so, eben auch auf Instagram. Und deswegen lebt einen geilen Lifestyle und zeigt das Ganze auch. Ja, ist wie eine Visitenkarte heutzutage, ne? Die dich einfach präsentiert halt. Ja. Und klar, ich meine, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt auch Frauen ansprechen, da reicht ein gutes Profilfoto. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt es richtig machen, dann nutzt halt einfach jeden Urlaub, um Fotos zu machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist oder so. Und dokumentiert alles, dann werdet ihr auch sehr lange davon Nutzen ziehen können, sage ich mal. Ne? Weil ein gutes Profil kann euch keiner nehmen und könnt ihr auch über Jahre immer wieder verwenden und mehr Frauen werden euch halt dann auch antworten. Und ihr braucht dafür nicht super viel Geld. Also ihr könnt zum Beispiel zweimal im Jahr irgendwo in Urlaub hinfahren, wo es ganz cool aussieht, vielleicht auch mal nach Thailand oder so, da habt ihr richtig geile Locations, müsst aber kaum Geld dafür ausgeben. Ansonsten, wenn ihr auch dafür kein Geld habt, dann schaut, dass ihr in eurer Stadt vielleicht coole Aktivitäten macht. Ne? Ein cooles Restaurant geht zum Beispiel, eine Rooftop-Bar geht oder so und da einfach Fotos von euch machen lasst. Oder beim Sport oder mit Freunden. Und dann kriegt ihr das auch hin, ohne viel Geld investieren zu müssen oder sonst was. Wenn ihr auch solche Erfolge haben wollt im Dating und wenn ihr von den Besten in dem Bereich lernen wollt, dann bewerbt euch gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen eure Situation an. Völlig kostenlos auch, werden euch direkt Feedback geben. Ihr werdet mit Simon persönlich sprechen, werdet 1,5 Stunden mit ihm nur über eure Dating-Situation sprechen und definitiv auch einiges mitnehmen. Ansonsten folgt unbedingt diesem Kanal für mehr Content zum Thema Dating und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.